Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Battlefield 5. Habe ich das in der letzten Folge eigentlich gesagt? Ich glaube nicht. Egal, was soll's. Fest 13 Jahre lang mit der anderen Folge. Na, wo höre ich die denn? Drilling M30, ist das die Schrotflinte oder? Der Hauptmann nimmt sich ja alles ganz schön zu Herzen. Voll dieser ganze Radau. Radau. Ein Fahrzeug. Oh. Er hat sich von dem ersten Angriff nie erholt. Sind das nur zwei? Und wie lautlos bin ich mit einem Messer? Nächstes Mal gehe ich den Weg. Scheint zu reichen. Hat er gerade eine Waffe in seine Hand geglitscht? Was haben wir denn hier? Halt ein Gewehr. Ist das ein... nee, ich bleib bei der Tommy. Bin ein Fan von der Thompson. Ich glaube, man muss ein bisschen anders spielen Battlefield 5 als alle anderen Ego-Shooter, irgendwie so ein bisschen vorsichtiger. So, in anderen war das ja eher optional, vorsichtig zu sein. Ja. So, wir hätten jetzt ein Fahrzeug im Prinzip. Aber ich weiß nicht, was auf dem Weg auf uns wartet. Ich weiß nicht, ob wir laufen sollen oder nicht. Kommt mir gerade ein bisschen vor wie Far Cry im Zweiten Weltkrieg oder so. Keine Ahnung. Sniper. Wenn ich schieße, ist nicht gut. Und der wird mich von hier aus sehen. Need to make sure none of the supplies he could put to use. Ich
weiß nicht, ob ich zum Turm ungesehen komme von da. Also wenn der Sniper ausgeschaltet ist, wäre das ein Vorteil. Gucken, wie ich das hinbekommen könnte. Leider gibt es einfach keine Map. Das ist ein bisschen. Aber hat auch irgendwie wieder was. Also gefällt mir. Sieht er mich? Ja, irgendwie schon. Guckt er mich die ganze Zeit an? Inwiefern checkt der Medic, wenn ich jemanden umbringe? Sieht er das dann wie Spieler im Online-Modus oder? Nee, ich muss doch da hinkommen, oder? Das Ding hier. Da drinnen. Ich könnte auch wegfliegen. Es wäre so einfach, den einfach schnell mal einen Kopfschuss zu verpassen, aber ich bin ja eher der Messertyp. Immer schön leise. Ist das ein Panzer? Musik. Guckt er mich jetzt an? Aber die ganzen anderen Kollegen, um da hochzukommen, wird schwierig, glaube ich. Aber selbst wenn ich gesehen werde, da oben habe ich die beste Verteidigungslinie. Solange die nicht mit. Nein, nein, kann ich das abbrechen? Der Hauptmann? Ja, der ist immer mies gelaunt. Es klang gerade so, als wenn einer hier sehr nah wäre. Kann man in seiner hohen Position so miesepetrig sein? Miesepetrig? Das sind schöne Wörter hier. Okay, jetzt muss ich nur ungesehen da hochkommen. Okay, hat funktioniert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, hab ich noch Tee? Da spielen Engländer. Wir trinken Tee, noch ein bisschen die Klischees bedienen. Muss hier nicht noch einer rumlaufen oder das da ist der Sunny, oder? Da ist noch einer. Ist es schlauer, die hier hoch ein, oder einen hier hoch zu locken oder? Hey da! Ja? Ah, ein Offizier, glaube ich, oder? Ich muss hier nicht. Komm, guck mal hier hoch.
Okay, der will nicht. Aber den Sunny kriege ich. Obwohl, ich brauche den gar nicht zu töten. Muss ich den Sunny töten? Obwohl, das ist zu gefährlich, um das auszuprobieren. Der kommt gleich wieder. Warte, ich lock ihn an. Leck mich doch. Oh, nein, verdammt, damit! In der Basis! Einer von denen direkt hier! In den Turm da! Also. Oh Scheiße. Lass das mal mit den Raketen. Irgendwie sind die, ist die KI echt nicht gut. Ich hab da so eine Idee. Die ist aber nicht sehr schleichmäßig. Den Rauch sieht man meilenweit wahrscheinlich. Cool, das halt sogar. Oh, wie gut ist das denn? Ich glaube, das. Ich habe sogar schon Vorräte in die Luft gejagt.
Soldat. So viele Türme, ne? Aber irgendwie nur ein Scharfschütze. Du hast doch die ganze Zeit Sprache. Lichtboot! Was? Wieso bin ich da durchgekommen? Warum lebe ich noch? Ich meine, ich bin ein guter Flieger. Das war... Das ist für mich gerade eine Nummer. Ah, ich habe eine 250 Kilo Kontrolle. Nur noch weniger. Ich kann gar nicht mehr reparieren, würde ich sagen. So hat's funktioniert. Ob die sich noch für mich interessieren? Aber einen interessanten Charakter, den wir spielen, wenn man mal bedenkt, dass der ja eigentlich nur ein Verbrecher ist und dann auch noch Stukas fliegen kann. Gut, das mit Bomben hat ja mit seiner Panzerknacker-Karriere zu tun, aber in dem Fall.
glaube, Stuckerfliegen gehört da nicht zu. Feindlicher Soldat! Wo? Ich sehe keinen. Wo seid ihr? Fahrzeug. Sie können nicht falsch sein, doch alles ab! Ich weiß, dass Sie hier irgendwo sind, Verflucht! Ich habe doch hier welche gehört. Wir können nicht weit rein. Sucht alles ab. Meldet euch, wenn ihr sie seht. Mehr mit dem? Nope. Weiß nicht, warum man die dann eingesteckt hat, der Trottel. Ja. Einer von denen! Direkt hier! Hast du Leben! Na toll, Booker, den ich nicht zumachen kann, das ist ja richtig. Cool, dass man sie trotzdem macht. Hello? Robert Bridger to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know. Yes. Don't leave us behind. Das bezweifle ich. Triff Mason. Ach komm, zum Spaß. Jo, kriegen wir schon. Was bist du, Alter? Masterschütze? Da ist der Hang. Das heißt, meinen ganzen Berg da hoch. Und dann auch wieder runter. Also. Ja,
Ciao, Jungs. Ernsthaft? So viel zum Thema Waffe. Hier eine Rakete. Some serious damage down here. Oh, yeah. Yeah, look, I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. They've raided out a boat to come and get us. You did what? I raided out a boat. No. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. Useless. I fucking know that, don't I? I did retrospects on myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. No, listen to me, you're lying. Fuck! You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? They're not coming for us, are they? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. Oh, Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Wollen wir den hier auflauern, oder was? That infantry will be here any second. Now find some cover, and I'll support you from up here. Nice job, Bridger. Bridger, can you hear me all right? Der andere Wagen? Damit kann ich arbeiten. How long can we keep this up? Wait, you know sometimes I worry about you. I'll be that free bottom of it. Here they come. Use a real gun. Was für eine Gun? Thank you.
Sober. Good boy. Yes! Irgendwas dagegen? Ich soll hier hin und her rennen. Mach du doch auch was anderes. Die kommen so komisch. Verdammt. Shit. Ich hab sie verloren. Ich finde die. Ich weiß nicht, das Spiel an sich ist cool, aber die KI ist nicht gut. Can you chin up? Because I gotta make a promise. Oh, I hope you know what you're talking about, Mason. Sniper.
Scheiße. Die Musik, ey! Musik ist super, ich hoffe, ihr hört sie. Das ist voll gut. Jetzt singen wir auch noch mit, geil. Oh, wie gut ist das denn? Ich habe gerade mal einen Panzer geschrottet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber wie gut war das mit der Musik, bitte? Warte, müssen wir jetzt wieder? Nee, oder? Doch. Oh. Ah, nee, sind die Panzer. Oh, sweet baby Jesus. Schiff ist gekommen. Oh, wie gut! Ja! Macht sie wieder! Say it, Bridger.
Well done, son. Thanks. You know, yeah, them Greek islands are absolutely lovely this time of year. Fuck off. I'm telling you. Wait, 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 wait. Ah, I gotcha. Now you're strolling off and leaving me. Oh, come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. Der SBS-Kampflauf des Kaiser ist mir zu laut. Ich brauch gar nicht vorlesen. Hört mich sowieso nicht. Oh nein! Ist da jemand? Oh, wie gemein. Oh, bitte! Oh, die arme Sau. Trophäe erhalten. Entzückend. Tja, wie es aussieht, war's das dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.